Gerohr. Was war es noch? Erfurt. Erfurt. Dann sollten wir vielleicht gleich noch mal gucken, was unser Sorgenkind Berlin ist. Es ein scheint ja, das scheint ja das wirklich. Ist es Berlin? Ist Berlin Sorgenkind für? Ob hier im Spiel ist es dauerrot. So. Ist aber auch wieder runtergegangen, habe ich das Gefühl. Das war vor, wo wir es verlassen haben, bei 7 oder sowas. Ja. Okay. Super. Jetzt setzen wir hier trotzdem mal bei Wirtschaft noch ein klein bisschen hoch. Und bei Wohnraum, oder? Könnte man machen, weil Berlin ist ja eine Stadt, die sehr viele Abwanderer jeden Monat zu verzeichnen hat. Ja. Aber ein bisschen Reserve wollte ich trotzdem mal noch lassen, weil man weiß ja nie. Okay, das heißt, wir können hier wirklich mal ein bisschen hier auch mit Windkraftwerken eigentlich zupflastern, finde ich. Ja, also 4, 5, 6 Stück könnten es ruhig noch sein, denke ich. Wenn nicht sogar mal 10 oder so, weil du hast ja gesehen, du hast ja gesehen, was die anderen bewirken. Gar nichts oder bis fast nichts. Mal schauen. Na komm, dann bau da unten in der Ecke jetzt noch eins hin, dann sieht es symmetrisch aus. Danke. Gerne. Wenn ich dich mit so kleinen Gimmicks oder Sachen zufriedenstellen kann, mache ich das gerne. Ist ja auch nicht mein Geld, ja. Ja, für das Volk. Ja, ja, zum Wohle des Volkes, immer. Klar. Ja, da wird uns wahrscheinlich in Dresden und in den anderen Städten wahrscheinlich auch noch ein bisschen Arbeit bevorstehen mit Kraftwerken erhöhen und so. Weil es reicht ja bei den meisten hinten und vorne nicht. Oh, und ich sehe gerade hier noch eine Sanierung. Schaffe ich das noch? Nein, doch. Gerade so. Ist es eigentlich so grob eventuell möglich, dass neben diesen Ölquellen, die es schon gibt, noch weitere sind? Relativ, oder ist es eher nur so selten? Relativ wahrscheinlich, aber das könnten wir jetzt einfach auch mal ein bisschen, auch bei den Kohlesachen oder da, wo schon gebaggert wird, sage ich mal, da kannst du immer eigentlich drumherum mal ein bisschen schauen. Weil so langsam sollten wir auch darauf achten, dass wir mal ein bisschen Geld reinnehmen. Das stimmt, ja. Und vor allem, die brauchen ja auch ein bisschen, bis sie gebaut sind. Hast du vollkommen recht. So, hier ist dann schon wieder ein bisschen was gelb. Okay. Aber die waren die nicht vorher rot? Nein, Plauen und Zwickau hatten wir sogar auf grün gehabt. Die waren mal gelb. Aber ich meine die jetzt, also Plauen und Zwickau schon, aber hier Gera? Gera könnte rot gewesen sein. Tendenziell sogar wahrscheinlicher als, als grün. Grün. Ja, das ist ja zumindest mal eine positive Entwicklung. Und bei den Häusern ist auch, glaube ich, ziemlich viel von rot auf gelb umgesprungen. Zumindest hier in der Ecke. Und hey, hier, guck mal, was ist denn das? Wie heißt die Stadt da? Suhl. Suhl, da geht Arbeits. Da, hier, werden, da geht da wird gearbeitet. Da werden jetzt wahrscheinlich alle hinwandern. Suhl wird ca. 30.000 Einwohner pro Runde bekommen. größer werden als Berlin zum Ende. Das wird die neue Hauptstadt. Genau. Nee, aber da wandern sie auch aus. Dann weiß auch keiner, warum. Warum die aus- oder einwandern? Nein, in Magdeburg ist es jetzt ein bisschen weniger geworden. Okay. Na, immerhin sind hier mal ein paar grüne Pfeile. Das ist ja jetzt auch schon mal, was ein bisschen gut tut. Ja, aber ja, die Bevölkerung ist ein bisschen mehr geworden, aber Arbeitsplätze geht eigentlich tendenziell nur nach unten. Ja. Ich meinte auch eher die grünen Pfeile hier eigentlich. Das da, ja. Ist ja, eigentlich die meine ich. Ist da eigentlich ist ja unter Arbeitsplätze ein roter. Ja, ja.
Gut, ja, dann können wir quasi gleich bei dem Problem Arbeitsplätze bleiben eigentlich für die Runde jetzt, oder? Oh. Weil, okay, das heißt, die Frage ist natürlich, ob so Bohrungen auch Arbeitsplätze schaffen. Theoretisch ja schon, oder? Muss ja gearbeitet werden da, ne? Ja, na gut, hier können, aber wir können hier. Aber können wir da dann auch bauen? Naja. 140 zu 27. Na toll. Habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was Gutes. Was ist denn das hier? Kohle. 141 zu 119. Viel Kohle. Das klingt gut. Dann bauen wir doch da noch mal was. So. Nochmal eins drüber, mal gucken. Immer noch viel Kohle, okay. Dann bauen wir doch dann noch gleich nochmal ein nächstes. Sehe ich So. das richtig, dass ein Kohlekraft, oder nee, ist ja kein Kraftwerk, ein Kohlebergwerk 1 Milliarde kostet? Das kann sein, ja. Okay. Aber nachdem die ja früher oder später immer wieder Einnahmen generieren, denke ich mal, rentiert sich das irgendwann mal schon. Wäre jetzt interessant natürlich rauszukriegen, wie viel ein Kohlekraftwerk spendet pro Monat. Aber ich glaube, das kriegen wir nirgends raus, so wirklich. Ich würde sagen, wir machen das jetzt aber trotzdem immer mal wieder hier so ein bisschen einfach aufstocken, oder? Ja, wir brauchen ja das Geld irgendwann mal, ne? Mäßig. Mäßig gefällt mir aber dann schon wieder nicht mehr so. Wo war denn diese Ölförderanlage? 116, 42. Wenig. Das wird ja immer schlimmer. Wahrscheinlich genau hier. Ist der Haupt. Wenig, naja. Ist die Frage, ob die so effektiv ist, wenn da ringsrum nur wenig ist. Nee, da will ich doch gar nicht. So, gut, Arbeitsplätze. Wo sind wir denn? Magdeburg. Wie war da die Lage? Schlecht wie Fehlt, überall. glaube ich, Schlecht wie überall. schlecht überall, ja. Okay, haben wir da die Dinge schon erhöht gehabt eigentlich? War das ja auch in Magdeburg? Schauen wir einfach mal rein. Nö, haben wir noch nicht. Wirklich. Ich meine, wir könnten Wirtschaft und staatlich ein bisschen erhöhen. Sehe ich das richtig, dass wir hier genügend Geld haben, um hier ein bisschen Arbeitsplätze zu bauen? Ja, definitiv. Aber ich denke, so ein bisschen stärken kann auch nicht schaden. Ja, also wir können ja die Steuern ändern, aber Ja. das hat jetzt ja nicht direkt Auswirkungen auf das Vermögen gleich, Nö. ne? Oder Bürogebäude, nicht? wir könnten sogar eine Bank bauen. Kaufhaus nicht. Hotel wäre das teuerste von dem, was wir uns leisten könnten, wahrscheinlich. Nee, Marktplatz. Marktplatz, Hotel oder halt mehrere kleinere. Ich wäre ja eigentlich schon fast für mehrere kleinere. Ja, so ein Bürogebäude zum Beispiel. Das kommt eigentlich immer gut. Was haben wir noch? Burger. Gut, da gibt es hier jetzt in einer Reihe schon mehr oder weniger drei. Aber ja, Flughafen, nein. Definitiv nicht. Parkhaus. Ja. Und eine Tankstelle vielleicht noch. Der wird theoretisch wahrscheinlich danach sogar immer noch in den Burgershop gehen. Aber ja, wir müssen ja auch nicht alles. Ja, passt, oder? Dann haben die noch ein bisschen Budget übrig. Und wir haben wieder ein bisschen Arbeitsplätze geschafft. Ja, das war eh die Runde wieder. Ja, mal gucken, vielleicht wirkt sich ja schon gut aus in Magdeburg dann. Ja, wenn es jetzt schon auf Geld wäre, wüsste man das zumindest schon, dass es sich ausgewirkt hat. Weil das Rot ist halt auch so eine nicht, das kann ja knapp vor Gelb sein und es ist immer noch rot. Also es sagt ja leider nicht so viel aus, die
Es ist auch nicht mehr ganz so viel runtergegangen diesmal, oder? Wir waren bei 170 letztes Mal. Ja. Also, so, Jena braucht eine Straßenverbindung nach Schwerin. Das kommt mir bekannt vor. Ja, Schwerin war schon mal mit drin mit Neubrandenburg in der Probeaufnahme. Genau. Nee, hat sich zumindest noch nicht konkret farblich ausgeprägt. Hier in der Statistik. Aber jetzt haben wir irgendwie gerade wieder mehr Zuwanderer als Abwanderer, kann das sein? So pfeilemäßig Ja. zumindest. Oder es gibt, hält sich gerade einigermaßen die Waage. Auch Berlin war schon mal schlimmer. Oh, schau mal an. Respekt, Arbeitsplätze. Gleich 2%, wenn ich es richtig weiß. 2 oder 3 sogar. 24 hatten wir beim letzten Mal, ja, Dann also sind es 2. 2%. Ja. Schön, schön, schön. Sowas sieht man doch gerne. Okay. Oh. Oh je, das wird wieder teuer. Oha. Also zwei Kohleförderungen und einmal Müllkippe finden wir dann schon. Na, liebe Zeit. Puh, puh, puh. Ich das gerade richtig gesehen, dass wir gerade wieder hätten bauen können? Ich meine zumindest, da waren wieder 2,2 Mille übrig. Oder Mia. Geld. Ja, die Geldeinheit. Die Geldeinheit. So. Reparieren. Hedwig der Erste. Oh, guck mal, da ist sogar verseuchtes Gebiet. Ich wollte gerade sagen, reparieren und sanieren, das wird teuer. Aber was sein muss, muss sein. Breitet sich denn so eine Verseuchtung aus? Habe ich bisher noch Oder? nicht erlebt, aber es ist zumindest, das sorgt für negative Stimmung, glaube ich, wenn du es hast. Okay. Wenn du es sofort relativ bald oder halt, wenn du siehst, da eingehst, dann bringt sie wieder ein bisschen Bonus, glaube ich. So, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Kohle, es waren noch mal zwei, ne? Ja. Die Ilona und der Jochen. Da ist auch noch mal verseuchtes Gebiet. Was ist denn hier los? Ja, nicht, dass jetzt jedes Mal, wenn so ein Kohle den kaputt geht, dass das Gebiet dann verseucht wird dadurch Ja gut, die Ursache. ist ja prinzipiell schon auch, sag mal, Erfurt jetzt ist aber gut, ja. Jetzt haben wir schon drei Positionen hier. Mann, Mann, Mann. Hat Erfurt denn überhaupt irgendwas, ja? Die Oder? haben noch nicht, mal eine Post, Mann. Das ist ja schon traurig, ja. Wie schicken denn die ganze Zeit die Beschwerdebriefe? Die haben eine Taubenfarm. Ah, okay. Wäre zumindest jetzt die logischste Erklärung. Okay, bevor wir nach Erfurt fahren, Rundumschlag und so, also um ein paar Rundumschläge zu verteilen, was war noch Müllkippe, oder? Eine Müllkippe, ja. Ja, der Romeo. Romeo, du stinkst. 'Romeo, oh Romeo. 600 Millionen. Okay. Okay. Ihr sollt sanieren, nicht mit Blattgold überziehen nebenbei. Ah gut. Das ist teurer als ein Neubau, kann das? Und bauen eine neue. Gut, wohin der Gott, Müll Gott, geht, Gott. der virtuelle Müll ist mir doch egal. So, wo war, achso ja, Sorgenkind, Erfurt. Zweites Sorgenkind. Gleich nach Berlin. Ja, da gucken wir dann gleich noch rein, ja. Vielleicht haben die wieder Geld angehäuft. Wir können wieder. So, was haben. Oh, aber guck das mal an. Da können wir. Also eine Post. Auch für eine Post sollte es auf jeden Fall reichen. Wo war das jetzt gleich nochmal? Hier, glaub, bei den öffentlichen. Also, boah, na gut, 800 ist. Finde ich jetzt ein bisschen viel für eine Post. Ja, so ist gleich ein Paketzentrum, ist gleich mit drinne. Ja, aber die, bin mal gespannt, was das Krankenhaus kostet. Ist bestimmt wieder eine Milliarde oder so. Wäre so klassisch. Drei.
Okay. Nee, dann erstmal die Polizeistation. Erstmal die Polizeistation, dann haben wir das auch schon mal erfüllt. Krass. 3 Milliarden ist schon, finde ich, heftig. Warte, da gibt es Es ein. ist jetzt noch in D-Mark, das muss man jetzt erstmal wieder in Euro umrechnen. Das sind trotzdem noch 1,5 ungefähr. Naja. Nee, nee, ja. Yeah. Wir haben jetzt die Polizeistation genau übereinander. Ja, dann ist der für hier unten zuständig und der für da oben. Okay. Es ist alles eine Frage der Einteilung. So, nochmal kurz Städte wollte ich reingucken, wenn wir jetzt gerade schon in Erfurt sind. Was macht denn da der Strom? Auch rot. Ja, dann können wir quasi auch nochmal nachbauen, weil das sind alles schon fertig gebaut. Na dann, machen wir da halt auch, damit es symmetrisch aussieht oder zumindest einigermaßen. So, so anderes Sorgenkind. Wachsen die Städte?